Hallo und herzlich willkommen zum Fitnessprofessor. Heute schauen wir uns an, ob Muskelaufbau tatsächlich in 5 Minuten erklärt werden kann. Ja, reißerische Überschrift, Muskelaufbau in 5 Minuten. Ich hoffe, nicht nur deswegen habt ihr das hier angeklickt, weil dann müsste ich euch enttäuschen. Das ist eher was, was man über 5 Jahre oder 50 Jahre planen sollte, nicht über 5 Minuten. Aber ich habe mir mal vorgenommen, das zumindest in 5 Minuten zu erklären. Plus, minus, bitte jetzt nicht die Stoppuhr auspacken, aber zumindest in groben Zügen. Ja, Muskelaufbau oder auch in der Fachsprache Hypertrophie. Welche Wege führen zur Hypertrophie? Das beschäftigt mich schon seit vielen Jahren in der Forschung. Nicht nur mich, sondern viele Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Und im Endeffekt, glaube ich, kann man es so ein bisschen zusammenfassen auf diese 3 Punkte. Ich habe jetzt mal die Trias der Hypertrophie genannt, weil es ja immer so ein bisschen diese Dreifaltigkeit, hätte ich fast gesagt, diese 3 Parameter sind, auf die man das Ganze am Ende des Tages reduziert. Ich würde euch gerne mal so ein paar Ideen geben, was dabei im Körper abläuft. Natürlich nur relativ grob, weil so viel Zeit haben wir ja nicht. Fangen wir mal an mit dem mittleren Punkt hier, Mechanical Tension, also mechanischer Stress, den ich durch Krafttraining natürlich setze. Das heißt, ich nehme eine Hantel in die Hand oder ich gehe in den Liegestütz oder ziehe von mir aus auch an einem Gummiband. Das ist im ersten Moment egal, wie ich diesen mechanischen Stress provoziere. Hauptsache, ich habe ihn und mein Muskel wird entsprechend gestresst. So, jetzt geht es im Muskel darum, so eine Art Umwandlung von diesem mechanischen Stress in intrazellulär an eine biochemische Reaktion umzuwandeln und dadurch dann, also vor allem mit Rezeptoren, ich habe mal für die, die es genauer wissen wollten, auch dazu geschrieben, welche da zum Beispiel eine wichtige Rolle spielen, sogenannte Signalwege oder Signaltransduktionswege triggern müssen. Diese wiederum werden dann für die letztendliche Anpassung der Muskulatur sorgen. Das wiederum auch auf einem sehr komplexen Weg. Ja, das zweite wäre der Metabolic Stress. Also im Prinzip hier Metabolismus, der Stoffwechsel, da tut sich was. Und hier könnte man sagen, je mehr und je länger ich arbeite, also zum Beispiel auch, wenn man mehr Wiederholungen macht und den Muskel so richtig aufpumpt, dann reden wir eher von einem metabolischen Stress. Was hier passiert ist, es kommt zu einer Akkumulation von verschiedensten Metaboliten, zum Beispiel Laktat oder H+-Ionen. Diese wiederum triggern wahrscheinlich dann Stöffchen wie Myogenin, Myostatin, Rapamycin, also auch Dinge, die unmittelbar wieder mit solchen Signaltransduktionswegen, die zu einer Anpassung führen, zusammenhängen. Außerdem natürlich durch die Muskelermüdung werde ich andere Rekrutierung der Muskelfasern erreichen, eine höhere Hormonantwort, ja, IGF-1 und so weiter und so fort. Und es kommt letztendlich auch noch zu einer sogenannten Zellschwellung. Und all diese Faktoren können in Summe auch, das wissen wir mittlerweile, eine Hypertrophie, also ein muskeldicken Wachstum provozieren. Ja, und dann gibt es den dritten Weg, den der Muscle Damage. Das ist jetzt natürlich relativ nah an der Mechanical Tension, also an dieser mechanischen Spannung gebaut. Hier geht es darum, also wie der Name schon sagt, so ein bisschen Zellschädigung hervorzurufen. Das hat man ja noch irgendwie im Hinterkopf, dass diese Zellschädigung, also irgendwo eine Zerstörung im Muskel dafür sorgt, neuen Muskel aufzubauen. Das stimmt auch. Man sieht also hier, dass zum Beispiel gerade am Anfang bei einem Krafttraining dann eine relativ hohe Muskelprotein-Biosynthese, so sagt man, das heißt, da der neue Aufbau von Muskelproteinen stattfindet. Außerdem haben wir eine gewisse Entzündungsreaktion, auch das Immunsystem antwortet, das heißt auch Satellitenzellen werden freigesetzt. Also es ist eine ganz komplexe Geschichte, die da bei Muskelverletzung passiert. Das einzige Problem, was wir noch so ein bisschen haben, ist, ob das auch wirklich die Langzeitanpassung erklärt. Das ist eher ungewiss im Moment, weil man davon ausgeht, dass da zu viel Zerstörung auch nicht gut ist, weil ja erstmal wieder das Alte neu aufgebaut werden muss und dann vielleicht nicht so viel obendrauf kommt. Also zu viel Muskelzerstörung würde ich dann an dieser Stelle eher von abraten. Ja, das Ganze kann man jetzt noch viel komplexer erklären. Ich habe euch eben einfach in meinem Büro hängt das mal ein Foto vom sogenannten mTOR-Signalweg gemacht und ihr seht schon, wie kleinteilig und komplex das alles ist. Also ich habe jetzt etliche Signalwege eben schon mal angesprochen. Das wäre wirklich etwas, da brauchen wir Wochen für, das machen wir nicht. Wer daran interessiert ist, es gibt ja den Fitnesswissenschaftsrat, den wir vor einiger Zeit gegründet haben. Und da gucken wir uns das schon ein bisschen näher an. Und da könnt ihr jederzeit gerne bei den Symposien oder beim Fitnesskongress teilhaben. Einfach erklärt, und das soll jetzt auch schon mein Fazit sein, weil ich glaube, wir nähern uns den 5 Minuten.
Regelmäßige, überschwellige Reize müssen gesetzt werden. Ob das jetzt 2 oder 3 oder 4 Mal pro Woche ist, hat wahrscheinlich nicht so einen riesigen Unterschied, was die Hypertrophie angeht. Überschwellig heißt aber natürlich, dass ich schon eine gewisse Ermüdung im Muskel produzieren muss, also doch hartes Training machen sollte. Dann brauche ich genug Bausubstanz, ja, also woher soll es kommen? Alle Makronährstoffe und viele Mikronährstoffe haben hier eine Bedeutung, würde ich also nicht außen vor lassen, aber mit Sicherheit, und das hat sich ja rumgesprochen, Protein die größte, also schaut einfach, dass ihr da genügend Proteine zu euch nehmt. Und letztendlich mein Credo hier, ihr braucht Ruhe und Geduld. Also hier darf man bitte nicht zu sehr, zu schnell, zu viel erwarten, das wäre nicht natürlich. Deswegen habe ich geschrieben, gut, Muskel will Weile haben, lasst euch Zeit damit, esst genug, trainiert hart und dann wird das schon mit dem Muskelaufbau, aber nicht in 5 Minuten.